Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edadum zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, mittlerweile ist schon Tag, die Sonne scheint, die Ultrasonne scheint. Wir geben uns direkt mal ins Fotostudio hier, in den Alola Fotoclub. Erinnerungsfotos für die Ewigkeit. Und dann knipsen wir mal ein bisschen was. Habe ich ja versprochen, dass wir es heute machen. Machen wir's. Auf geht's! Ein Trainer mit einem Z-Krafttrink. Im Alola-Fotoclub kannst du dich mit deinem Lieblings-Pokémon in verschiedenen Posen ablichten lassen. Wenn du schon mal hier bist, solltest du es unbedingt mal ausprobieren. Okay. Aha, da haben wir diesen Hintergrund, diesen wundervollen Hintergrund. Jetzt hast du die Gelegenheit, dich auf das Fotoshooting vorzubereiten. Berühre einzelne Optionen, um Änderungen vorzunehmen. Wenn du fertig bist, musst du die Schaltfläche Fotoshooting starten berühren. Okay, machen wir das. Pokémon Izzy. Pokémon Lea. Pokémon Hoodie. Pokémon Ben. Ja, nice. Guck mal, Lea ist doch das Maskottchen. Mit dem kann man es doch machen. Alternativ könnte man es auch mit Hoodie machen. Ja, wird auch sonderbar gut gekämpft in dem Kampf. Ich glaube, wir nehmen Hoodie. Das passt am besten. Das hier. Na, das sieht ja super aus. Ich glaube, ich nehme lieber das hier. Okay, das war's. Das ist das Einzige, was wir momentan machen können. Ich würde mal sagen, Fotoshooting starten. Lass deinen Pokémon Posen machen, das perfekte Foto zu schießen. Ja. Okay. Kann man jetzt sagen, ich möchte hier auf sie ranzoomen. Okay. Okay. Kann man auch höher zoomen. Ich würde jetzt nicht sehr gerne ihren Schritt fotografieren. Okay. Hoch geht's scheinbar nicht, es geht nur nach anzoomen und nach links und rechts. Okay, das ist sehr dicht. Man kann jetzt sozusagen sagen, wir gehen ganz weit weg, machen das Foto von Ferne oder wir skalieren das irgendwie so, dass es halt ja, nice aussieht. Dass beide irgendwie mit drauf sind. Ja, so zum Beispiel. Die Kampfpose. Ach so, diese Z-Attacken. Dingens. Und die normale Set-Attacke. Ja. Ich glaube, ich finde die normale Attacke am besten. Nehmen wir normal? Ja. Mal ein Fotoshooting machen. Footing, ja. So schaut das dann aus. Muss man nur rechtzeitig abdrücken. Okay. Dann machen wir mal. Und gleich mehrere Fotos gemacht. Du hast einen Satz Fotos geschossen. Okay, jedes Mal, wenn du auf den Auslöser drückst, werden 6 Fotos geschossen. Markiere dein Bestes. Okay. Da haben wir das. 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 Und das. Sehen alle relativ wurscht aus. Guck mal, das sieht doch am besten aus. Guck mal, das Pokémon macht die ganze Zeit nichts. Können wir mal zurückgehen? Nö, können wir nicht. Okay, haben wir geschossen. dann nehmen wir doch das Gundam Style hier. Hoppa, Gundam Style. Wie lange ist das schon her, dieser Trend? Ja. Und der Vogel freut sich einer ab. Nehmen wir doch das hier. Okay. Foto, die du nicht ausgewählt hast, werden gelöscht. Möchtest du trotzdem fortfahren? Losfahren. Ja. Foto schämt sich ein bisschen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich, dass der sich schämt. Bevor sich Hoodie noch mehr schämen muss. Oh, sehr schön. Ich mag deine Fotokünste. Hier hast du ein Geschenk, damit du dir deine Fotos jederzeit ansehen kannst. Welche Fotokünste?
Bilderalbum erhalten. Okay, das Bilderalbum findest du im Speichermenü, das du mit dem X-Knopf öffnen kannst. In dem Bilderalbum kannst du Fotos, die du geschossen hast, mithilfe von Deko-Elementen das gewisse Etwas verleihen. Wenn du Fotos, die du verziert hast, über dein Bilderalbum teilst, können sie von allen Spielern gesehen werden. Im Festival Plaza natürlich. Möchtest du deine neuen Fotos gleich mit ein paar Deko-Elementen verzieren? Na gerne doch. Versuchen wir das mal. Testen wir das. Okay, jetzt haben wir hier ein Bild. Und das ist, glaube ich, das Bild, was wir geschossen hatten. Okay. Verzieren. Hier kannst du die von dir geschossenen Fotos mit Deko-Elementen verzieren. Wieder 6 Seiten zur Erklärung. Brauchen wir nicht. Da sind aber ganz viele Deko-Artikel. Ja, so ungefähr. Nee, lass mal lieber. Ja, das erinnert mich so ein klein wenig an den Fotowettbewerb, nein, den Kunststückwettbewerb, diesen Wettbewerb aus Pokémon Diamant und Pokémon Platin. Wo man sich halt irgendwie in Schale werfen musste und sein Pokémon irgendwie präsentieren musste und dafür Punkte bekommen hat. Und so ein bisschen auch an Pokémon Y, wo halt so teilweise irgendwie ein Filmchen erstellt wurde. Ich glaube, so war das. In Pokémon Y konnte man in Illumina City so ein kleines Filmchen erstellen. Ja, sieht doch spitze aus, oder? Kann man sich nicht beschweren, oder? Mal speichern hier, oder? Dieses Foto speichern. Ja, am besten gleich veröffentlichen. Tada! Sieht doch richtig scheiße aus. Ja, gleich jetzt Favorit festlegen. Ja, ist jetzt mein Favorit. So viel dazu. Hoffentlich konntest du ein paar schöne Fotos machen. Wenn du verschiedene Orte besuchst, erhältst du zum dem Dankrotum alle deine Hintergründe. Du solltest also unbedingt wieder bei uns vorbeischauen, wenn du auf deiner Reise eine neue Insel erkundet hast. Okay, bisher habe ich also nur die Sachen und diesen Hintergrund. Ja, schön, schön. Und was bist du hier? Kurelai, schaut dich an. Ach so, wieder dieses Anstupsen, Anschauen, Spielchen. Mal anschauen hier. Kuckuck. Punkt, Punkt, Punkt. Start dich an. Nach rechts drehen. Mal das Spiel spielen. Okay. Der Kranz dreht sich mit. Freut sich. Der freut sich den Ast ab. Das Kuckuck-Spiel machen. Wo ist die Zwergenfee? Da ist die Zwergenfee. Hui! Genau so. Was möchtest du mit Kurelai machen? Drehen wir uns doch gleich mal in die andere Richtung. Hui! Dreht sich mit. Na, kann man auch die ganze Zeit hier dran verbringen. Kann man hier den ganzen Part mitmachen. Das wird auch lustig. Kuckuck-Spiel. Wo ist das Pokémon? Da ist das Pokémon. Hui! Jetzt kommt es mir irgendwie ein bisschen albern vor. Ich glaube, ich verabschiede mich mal lieber. Ja, lass mal lieber. Was haben wir hier? Auf dem Mund wird Folgendes angezeigt. Geheime Techniken des Alola-Fotoclubs. Möchtest du weiterlesen? Ach, nur zu. Welchen Abschnitt möchtest du lesen? Einführung, Posen. 2 Posen. Positionieren. Achso, Ausrichtung ändern. 4. Kamera anpassen. 5. Perfekte Fotos. Perfekte Fotos, das klingt doch super. Hast du die vorangehenden Schritte befolgt, ist der Rest ein Kinderspiel. Was, vorangehende Schritte? Ach ja, die ich nicht durchgelesen habe. Ah, okay. Habe ich natürlich befolgt. Warte ab, bis dein Pokémon die gewünschte Pose einnimmt und drücke auf den Auslöser. Wenn es dir jetzt noch gelingt, das Timing der Aufnahme an die Bewegung des Hintergrundes anzupassen, ich kann nicht lesen, steht das perfekte Foto. Da. Achte deshalb immer auf den Hintergrund. Welchen Abschnitt möchtest du lesen? Ach, ich bin heute nicht so. Mir ist heute nicht so nach Lesen zumute. Moment mal. Du kommst aus Kanto, oder? Wusste ich doch. Ich habe schon viele verschiedene Regionen bereist und erkenne daher sofort, wo die Menschen und die Pokémon ursprünglich herkommen.
Willst du wissen, ob sich dein Team ein Pokémon aus einer anderen Region befindet? Ja, sag mal. Bestimmt gar nicht. Dann wollen wir doch mal sehen. Mauzi ist aus einer anderen Region. In deinem Team befindet sich keine Pokémon aus einer Region. Ach so, stimmt, ist Alola und Mauzi. Wenn du wissen willst, ob sich deinem Team ein Pokémon aus einer Region befindet, komm bitte zu mir. Wende dich an mich. Ich kann dir weiterhelfen. Okay, was ist das? Umkleidekabine. Kleidung anprobieren. Falls man sich anders präsentieren will im Bild. Du, da hat sich nichts geändert. Das brauchst du nicht bling machen. Hier wollen wir noch rein. Da passiert doch bestimmt was. Okay. Was zum Geier? Was ist das? Okay. Ja, hallo. Hallöchen. Was hier los? Das sieht irgendwie aus. Ein Greenscreen oder was? Ein runder Greenscreen. Meine 360-Grad-Kamera. Hier werden wohl die Sachen gefilmt. Hier die ganzen Fotos, die gemacht werden. Die werden dort gemacht. Scheint so. Scheint darum dafür zu sein. Kann ich eigentlich noch ein Foto machen? Okay, da ist nur eine PC-Box. Kann ich bei dir ein Foto machen? Willkommen im Anoda-Fotoclub. Möchtest du Fotos schießen? Ich würde es gern versuchen. Okay, jetzt haben wir den professionellen Modus. Erhältst du Zugriff auf verschiedene Optionen, die im vereinfachten Modus nicht verfügbar sind. Dazu gehören Fotomodelle, Hintergrund, Outfits. Ah, okay. Ja, wir hatten wohl den... Diesmal mit Mauzi hier. Hintergrund können wir nehmen. Ah, hier haben wir Route 1. Route 1 BG. Route 1C. Lilly. Die Trainerschule. Aha. Ein Klassenzimmer. Das ist natürlich ziemlich rangezoomt. Der Stand von How Holy City. How Holy City selbst. Der How Holy Friedhof. Halt irgendwie alle Orte, an denen wir schon waren. Vegetationshöhle. Route 3. Mele Blumenmeer. Meereshöhle. Das ist ja schön. Hier hat man wirklich alle Sachen, wo man schon war. Können wir mal rauszoomen hier, oder? Wunderschön. Da haben wir hier den Bergfahrt. Von vorne anfangen. Das Weltall. Ach so, da waren wir gerade eben schon. Haben wir schon das erste Foto gemacht. Ein Festkuchen. Robball, Flammiau. Und hier hinten ist bestimmt noch das Bautz drauf. Die Satzbühne. Okay. Und Feierlichkeiten. Ah, das sind sozusagen die zusätzlichen Hintergründe. Und alle Sachen, wo wir schon waren. Hui! Der Bergfahrt, die Meereshöhle. Was nehmen wir denn heute? Vegetationshöhle ist nicht ganz falsch. Nehmen wir als Hintergrund. Bildaufbau. Kennen wir. Outfits. Okay, da kann ich jetzt wählen. Abenteuer-Outfit 1. Okay. Ausrüstung. Achso, alle meine Outfits. Ich nehme natürlich mein Standard-Outfit. So hier, wie ich immer rumlaufe. Wieso sollte ich mich auch verstellen? So, und jetzt kann man ein Fotoshooting machen hier. Kann man sich eins. Wir haben das Foto. Oha. Nur Schande. Ja, das sieht doch nice aus. Mauzi so. Oh, das sieht auch gut aus. Mauzi sieht eigentlich auf allen Fotos gleich bekloppt aus. Hier, das würde ich doch nehmen hier. Man muss erstmal einen schönen Bilderrahmen festlegen. Das ist natürlich der beste. Ich glaube, den müssen wir auch nehmen hier. Das ist doch ultralativ hier. Und ein Pokéball. Und das hier. Das gehört eigentlich zur Schule. Tom Poglix. Ich glaube, das passt am besten zur Höhle. Und zur Vegetationshöhle. Hier noch unten ganz professionell hinpacken. Prüfung bestanden. Relativ aussieht. Und das nicht super ist. Nehmen wir doch, oder? Soll dieses Foto gespeichert werden? Ja, machen wir mal. Als Kopie speichern. Oder überschreiben. Ja, als überschreiben hier. So, jetzt haben wir das Foto hier als Endprodukt und das Foto. Naja.
Stimmt jetzt ab. Welches Foto ist das Beste? Das Inselprüfungsfoto. Und hier, ich bemerke gerade, Dick da ist immer mit drauf. Mr. K. Foto. Mr. Chaos oder Prüfungsfoto. Ja. Kann man euch machen, oder? Als drittes das hier, halt das Gundam-Style im Weltraum. Ja. Halt einfach ohne Sticker. Kann man auch nehmen. Einige gute Schnappschüsse gelungen, aber auf jeden Fall. Ich hoffe, du beerst uns bald wieder. Ja, haben wir uns hier ein bisschen umgeschaut im Fotoclub. Hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Können wir uns hier noch setzen? Nein, natürlich können wir uns nicht setzen. Wer rastet, der rostet. Können wir mit ihm noch ein bisschen spielen. Kurelei möchte mit dir spielen. Machen wir das Kuckuck-Spiel. Wo ist das Lorelei? Da ist das Lorelei. Hui! Das macht dem Lorelei ordentlich Spaß. Nee, lass mal, lass mal. Ich muss weiter, ich muss voran. Hey, Zwergvieh! Da kommt Tali schon angedüst. Mit seinem Robball, mit der Weiterentwicklung von Robball. Oh, was für ein Zufall. Wicked. Du und das Iskala habt im Alola Fotoclub sicher ein gutes Bild abgegeben. Aber jetzt geht unsere Inselwandschaft weiter. Nächster Halt, Akala! Willst du keine Fotos machen? Die sind doch ganz schön. Vielleicht kriegst du auch ein paar gute Fotos hin. Ich verzichte erstmal auf Fotoshootings und Deko-Element. Ich würde bestimmt viel zu viel Zeit damit verbringen. Marikek, perfekt. In Szene zu setzen. Weißt du, ich will dich nicht zu lange warten lassen. Kek! Ich bin doch schon total gespannt, was uns bei der nächsten Prüfung erwartet. Finden wir es heraus. Zwergfee. Tali, ihr kommt genau richtig. Meine Yacht ist bereit zum Ablegen. Ah, also, was das Thema angeht. Um ehrlich zu sein, würde ich viel lieber auf dem Rücken von Mantax nach Akana reisen. Und ich hoffe, dass Zwergfee mit dabei sein wird und mir Gesellschaft leisten wird. Auf dem Rücken von Mantax? Aber die Yacht. Das sind zwei Möglichkeiten. Ja, die Mantax ist natürlich eine völlig neue Sache. Das ist eine Neuerung. In Pokémon Sonne sind wir mit der Yacht geschwommen hier. Ich würde Mantax sogar nehmen. Würde ich sogar bevorzugen. Ich fahre mal auf den Rücken von Mantax. Ja, genau. Vom Big Wave Beach bei Route 2 aus. Verstehe. Dann will ich mal nicht so sein, Tali. Dass du dir lieber von einem Pokémon helfen lassen willst, zeigt, dass du es verstanden hast, worauf es bei der Inselmannschaft ankommt. Yippie! Danke, Professor! Dann sehen wir uns auf Akala. Wenn das was wird. Ob wir das schaffen, dann ist es ist die Frage. Ob wir kompetent genug sind, zu reiten auf dem Pokémon. Zwergvieh, ich warte am Big Wave Beach bei Route 2 auf dich. Ich bin da eher nicht so optimistisch, dass wir das schaffen, aber ich will es natürlich nicht verpassen. Also das will ich, diese Neuerung will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also wenn wir schon nach Akala reisen können mit einem Pokémon, na dann werde ich nicht nein dazu sagen. Man hat natürlich irgendwie die Möglichkeit, jetzt natürlich auch das Schiff zu nehmen, aber komm schon. Ich sehe nämlich die ganze Zeit nach Neuerungen. Dann müssen wir das auch wahrnehmen. Zwergfee, darf ich dich um etwas bitten? Klar. Worum geht's? Ich möchte Wölkchen helfen, in seine Heimat zurückzukehren. Ich hatte dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer sehr brenzligen Situation gerettet hat. Deshalb möchte ich nun ihm helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht zu viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Zwergfee. Das muss sich sehr selbstsüchtig anhören. Ich weiß. Ja, stets zu Diensten. Ich helfe immer. Vielen Dank. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sonst hätte ich nämlich nicht weiter gewusst.
Dann würde ich sagen, wir treffen uns auf Akana, der nächsten Insel, wieder. Du willst nicht reiten auf einem... Wie hieß das Pokémon? Ich hab's vergessen. Auf einem Pokémon. Willst nicht auf einem Pokémon reiten? Immer nicht. Scheinbar will sie nicht reiten auf Pokémon. Über die Wellen gleiten und nach Akala fliegen. Ja, schwimmen ist fast wie fliegen. Ja, dann mache ich mich mal auf zum Strand und werde dort auf diesem Pokémon reiten. Ich glaube, das machen wir aber erst. Ich weiß noch nicht, wie dieser Part lang ist, aber lass uns das im nächsten Part machen. Das ist besser. Da haben wir es aufgeteilt. Schön den Gegner umlaufen. Nein, jetzt noch nicht. Wir kommen später zurück und holen uns den Trainer nochmal. So, oha, wer ist denn da? Das werden wir wohl im nächsten Part erfahren. Ja, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und die habt euch wohl bis zum nächsten Part. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Haut drinne. Ciao, ciao.